make such a speech, you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Ich brauch Platz. Ich brauch Platz. Die machen voll die komischen gestörten Geräusche. Sag mal an, weiß oder rot? So, jetzt haben wir wunderschön erstmal eine kleine Rundführung gemacht. Die habe ich mal rausgelassen. Kennt ja sonst jeder schon. Was hast du jetzt vor? Mich nerven. Das ist mir schlecht. Immer werde ich geschlagen. Bin ich voll unfair. Das ist der AFK-Room, nicht der Set-Room. Emos sind hier nicht erwünscht. Achso, wolltest du nicht Netherquads haben? Wollte ich? Du meinst, du könntest irgendwann gebrauchen. Falls ja, hinten in der Ecke. Also du gehst halt hier so rein, ne? Ganz hinten rechts in der Ecke, da irgendwo ist das Netherquad. Also ich wüsste jetzt eigentlich nicht, dass ich da irgendwas mit anfangen wollte. Okay, ja, nee, ich dachte nur halt. Und wenn du mal wenn du halt mal irgendwann was brauchen solltest, auch wenn es was anderes sein könnte, du kannst dir gerne dich auch bedienen, also ist nicht. 5 Milliarden Dollar haben wir das? Nee, Pfund. Hast du mal einen Bogen im Hinterkopf bekommen? Mach mal, okay, warte. Oh. Okay. Gar nicht wehgetan. Er hat einen Pfeil im Arsch. Ja. Aber diese englischen Begriffe. Ja. Warum hast du alles Englisch gemacht, aber Eisen, Gold. Ich habe immer so einen Misch drin. Das ist halt, keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Hier wäre das Netherquad. Ich habe so ein bisschen was. Ach, das Zeug ist das. Okay, deswegen. Ja. Ah, ich war jetzt von diesem roten Zeug da noch. Netherrack. Ja, nee, das haben wir weiter vorne. Hier so ein bisschen Zombiefleisch und Knochen habe ich hier auch. Also selbst die Mobdrops werden hier alle eingelagert. Alles einwandfrei. Blaze Rods habe ich keine, Magma Slimes habe ich keine, Enderperlen habe ich auch nicht wirklich viel. Eine Gasträne, Leder habe ich ein bisschen, Federn genügend. Achso, als kleiner Tipp, lager niemals mit diesem Lagersystem, was ich hier habe, Eier ein. Ich habe ja einen Dispenser, keinen Dropper hier, ne? Der wirft das ja. Und ich hatte hier den ganzen Wasserweg oben, der hier langläuft, überall Hühnchen gehabt, weil er die Eier aufgeworfen hat. Ach du Scheiße. Ja, das war so geil, ey. Alles voller Eier gewesen. Und hier entstehen halt auch noch ein paar Räumchen. So. Diese kleinen Einlagerungsräume, die ich halt hier noch habe. Auch ganz cute eigentlich. Das richte ich halt derzeit so ein bisschen nach und nach ein. Immer so, wie ich so ein bisschen Bock habe, ne? Tja, das war meine Rundführung. Kommt übrigens bald noch ein Gästebuch, also jedes Mal, wenn du was rausnimmst, bitte reinschreiben dann, ne? Cool, hier hast du durchsichtige Sachen drin, geil, die ich habe. Ich nehme alle davon, okay? Okay, das kostet aber extra. Ja, meine Frau bezahlt, die hat das Geld. Okay. Brauchst du noch Cobblestone? Ich habe hier überall Cobblestone drin. Alles vom Tunnelgraben. Weil ich ja hier die drei Kisten, die hier übereinander stehen, auch alle voll habe. Und Cleanstone genauso. Also ich muss mal gucken, dass ich die jetzt mal alle loswerde nach und nach. Tja. Ja gut, ich werde mich wieder an den Tunnel bauen gehen. Ich werde mich wieder an den Tunnel bauen gehen. Genau. Schnapp dir ein Pferdchen. Esel, bleibst hier. Ich halte ihn fest, lauf. Nee. Ich bin jetzt nicht, ne? Hast du sie? Boah. Oh, komm jetzt. Karl-Heinz, komm. Erna wartet nicht. So, du bleibst hier. So. Die Leine liegt.
Da am Pferd. Ich will doch nicht die Leine um dich machen, mein Junge. So, will ich das machen. Hier geht's raus. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Ja, grüß schön. Wen denn? Die Zombies. Was für Zombies? Da habe ich doch vorne einen von gehört. Achso, ja, die rennen hier öfter mal rum, so ist nicht. Die haben da Bock drauf. So, ich weiß gar nicht, was mache ich jetzt hier? Was mache ich hier? Hm. Setzt du eigentlich von den Leuten, die auf YouTube oder was weiß ich was für ein Portal einfach ein Dislike geben und noch nicht mal einen Kommentar schreiben? Nicht viel. Ich zum Beispiel sage ja auch immer, dass man auch gerne ein Like da lassen kann, ne? Aber auch gerne, dass man mal ein Dislike da lassen kann, wenn es einem halt nicht gefallen hat. Das wäre halt schon schön zu wissen, warum. Ja. Fände ich immer ganz angenehm so. Finde ich auch ganz geil, weil so, dann weiß man wenigstens, was der Person nicht gepasst hat dabei. Richtig, und ich meine, wenn ich das hier schon alles mache, ich lerne ja auch gerne dazu. So ist es ja nicht. Ja, ja. Aber das verstehen halt viele nicht. Da ist noch kein Kleister vom Himmel gefallen. Nö, das auf jeden Fall nicht. Nur Pipi in gefrorenem Zustand. Je. Du bist voll eklig, Mann. Warum machst du so? Ich möchte dich noch ein bisschen anstacheln und so. Mit ekligen Sachen kann man das am besten machen. Willst du mich geil machen? Schaffst du nicht. Doch, ich schaffe alles, wenn ich das. Na, das nicht. Und, ah, nein, ich wollte gerade fragen, wovon träumst du eigentlich, aber nein, das frage ich jetzt nicht. Nein. Ich schicke dir dann einmal ein Foto, dann mache ich dich auf jeden Fall spitze. Nein, danke. Das brauche ich nicht. Ich mir das angeguckt dazu. Jetzt ernsthaft. Warum stellen die jetzt in einer verkackten Gruppe rein? Na toll, die ganzen Namen versaut. Ah, schön. Traumhaftes, traumhaftes Leben. So, auch kein Platz mehr. Ja, und diese kleine Kurve musste ich halt hier echt bauen wegen meiner XP-Farm, ne? Weil da, wo die Kakteen, was ich dir gezeigt habe, ne? Da habe ich im Endeffekt hier rumgebaut. Der erste Weg, den ich gemacht habe, den habe ich ja zugemacht, weil das einfach nicht gepasst hätte sonst. Das war echt ärgerlich. Ich habe keinen Platz mehr. So. Die Sachen, die du in diese komische Teile da reinschmeißt, die werden dann automatisch in die richtigen Kisten gepackt? Genau. Genau, Alter, genau. Willst du mir auf den Keks gehen, oder was? Nein. Meine Herren, Alter. Ich guck nach oben, will was abbauen, dann kommt das Pferd und guckt dann, geht mit seinem Kopf in meinen Kopf rein, damit ich dann nicht sehen kann. Ich dachte gerade, du meinst mich gerade. Bist du mein Pferd? Nee, weil du am Anfang meintest, du willst mir auf den Keks gehen, hast du aber nicht gesagt, wen du meintest. Ja, eigentlich Pferd gesagt. Mann, Pferd, hab ich gesagt. Ah, geil. Nee, das wird alles automatisch eingelagert, das ist schon mal ganz cool, finde ich. Außer, und die Sachen, die halt nicht eingelagert werden, die gehen halt hinten durch bis zu den letzten Kisten, wo ich mir das dann halt selber nochmal raushole und dann nochmal manuell einsortiere, ne? Ein Pferd hat das mit irgendwelchen hohen Sachen stehen. Verstehe ich nicht. Was soll das? Verstehe ich nicht. Ist das alles zu hoch für ihn oder was? Wer weiß. Du wirst es nie erfahren. So, ich brauche doch eine ganze Menge Platz hier, ganz ehrlich, weil ich habe hier so viele Erze, die müssen alle wegsortiert werden. Schauen wir mal jetzt Kisten hier. Ich brauche Kisten. Obwohl, ich habe glaube ich noch eine leere Schulkerbox. Die wäre noch viel sinnvoller. Nein, natürlich habe ich hier keinen Platz.
Ich brauche Platz. Ich brauche Platz. Ja, ja. Und sonst so? Ja, Kohle und so machen. Ach so. Schön Kohle machen. Ach so. So, jetzt hier kommt hier. Und das kann hier rein. Ein Stück raus. Das kann rein. Das. Das behalte ich erstmal. So viel Zeug, was hier rumliegt. Ich weiß nicht, wohin damit. So. Das hier mache ich mal zu Bricks. Bricks, 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 Bricks. Nee, und mal gucken, heute werden wir mal ein bisschen hier am Tunnel weiterbauen. Und dann mal gucken, was ich so die nächsten Male mache. Ich habe noch vielleicht nächstes Mal ins Endgame. Noch eine Enderman-Farm bauen? Irgendwas stimmt mit den Pferden nicht, ey, was mir gegeben hast. Wieso? Ja, dauernd stellt es sich irgendwo oben drauf. Hier ist eine Lücke, wo ich eben gerade angefangen habe, ein bisschen Kohle auszubauen. Ja. Stellt sich eine Lücke rein. Na, vielleicht braucht einfach dieses hohe Niveau. Das war mir an der verkehrten Adresse. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich dachte, ich wäre dann gemein, wenn ich das sage. Ach, was. Ich möchte hier nicht. Will ich nicht rausmobben hier, weißt du? Was? Weiß ja nicht, wie sensibel du bist. Kind. Ja, so sensibel kann ich ja nicht mehr sein. So, hier. Dann noch ein Steinchen dahin wieder, um das dicht zu machen. Bist nicht mehr ganz dicht, oder was hier? Niemals. Ihr habt zwei Löcher, wo was rausgeschossen kommt. Du hast zwei Löcher? Genau. Sicher, dass nur zwei sind? Ja. Ein Mini-Loch, was sich ein bisschen dehnt, damit Flüssigkeit entweichen kann. Und ein etwas größeres Loch, wo das auch dehnt, damit dann was Braunes rausflutscht. Liebe Kinder, heute in diesem Biologieunterricht erfahren Sie, was für Körperöffnungen Männer haben. Was ich auch geil finde, ich habe da Fische gefangen ja. Und habe die an dem Teil, wo der Baum drin ist, habe die dann reingesetzt in das Wasser. Ja. Die Fische haben nichts Besseres zu tun, als den Wasserfall hochzuschwimmen und wieder runterzufallen. Ich habe Funpack für Fische gemacht. Ja, gut. Warum auch nicht? Ich verstehe die Tiere hier nicht, also echt, das ist, ne. Manche Tiere sind schon merkwürdig, oder? Nein. Nur manchmal. Was sind das hier auch? 4? 1, 2, 3. Ne, nicht ganz scheiße. Wollen wir 3 und 3? Hm. 3. 3. Ne, das sind. Wie viel sind das? Warte mal, ich baue das mal dicht. So. Könnte ich ja nicht hier so eine Doppellampe einbauen. Aber mal so nebenbei. Zack. Und dann kommt da eine rein und da eine rein. Man sieht nichts mehr. Yay! Obwohl eigentlich voll kacke ist. Aber ist okay. So. Hauptsache hier spawnt nichts. Ich hab keinen Bock, dass sie hier irgendwas kaputt machen, ey. Sind hier Ertrunkene gerade unterwegs? Ich glaube, ich habe hier Ertrunkene. Cool. Grüß sie mal schön von mir. Die sollen bei dir bleiben, nicht bei mir wieder zurückkommen. Das fände ich jetzt aber kacke. Ey, die sind voll cool. Nein, Mann. Die machen voll die komischen gestörten Geräusche. Die will keiner haben hier. Das soll so nicht sein. Das will ich nicht.
Dieses Verhalten ist inakzeptabel. Hier mal dann anders. Also in den Kurven gehe ich halt so ein bisschen individueller vor, also je nachdem, wie ich es halt gerade am besten finde. Aber im Großen und Ganzen behalte ich halt dieses eine Schema, ne? So. Dass man sich nicht wundert und dann nachher sagt, das sieht aber anders aus als der Rest. Das soll dann so sein. Zumindest ist das so geplant. So. Dann habe ich hier schon mal Beleuchtung. Und einen Weg habe ich auch. Dann ist der erste Bereich schon mal durch. Aus die Decke. Was meinst du? Soll ich die Decke jetzt mal aus Stormbricks machen oder soll ich die zu Cleanstone machen? Was meinst du? Gibt es da noch so einen Zwischenteil dazwischen? Dem, was du da hattest und anderen Dingern, oder nicht? Ein Zwischenteil? Ja, wenn du an diese Säge rangehst. Oder bin ich da verkehrt der Ansicht? Ich muss mal gucken. Aber ich glaube, hier nicht. Müssen wir, ich geh mal schauen. Ich habe eine Säge hier stehen irgendwo. Da. Wenn ich die normalen Cleanstones reinmache, mal zu. Ach da, ja. Warte mal. Ich weiß, was du meinst. Die Chiseled Stormbricks, ne? Die, ja, mit, so den, die mit dem Muster da drin. Mhm. Das klingt echt ganz cool. Warte mal, guck ich mir mal an. Könntest du dann irgendwie so, dass du zwei mit denen einmachst, also mit den, was du vorher gesagt hast, und mit den Muster drin, würde ich dann in der Mitte ziehen. Das würde natürlich auch ganz geil aussehen. Jetzt von der Decke her, meinst du? Ey, yo, Snakey, was geht ab? Mal gucken, ich passe einfach meine Decke hier raus. Und dann werde ich mal gucken, ne? Also, irgendwas Schönes kriegt man doch bestimmt da raus. Muss doch möglich sein. Nein! Wie nein? Warum nein? Ich wollte hier gerade komische Dinge aus den Wänden. Nein, jetzt habe ich das falsche in den falschen Stein eingelegt. Ah. Und ich weiß nicht, was da oben ist. Mal gucken gehen. Ach, da ist gar nichts. Achso. Achso. App. Die müssen weg. So. Oh, erstmal ein paar Chicken hinter die Kiemen hauen, ne? Das Ding ist, ich habe hier 3. Hier habe ich 4. Ab hier sind es 5. Wenn mal 3. So, und hier sind es 5. Da könnte man sich was überlegen. Warte mal. Nämlich, ich brauche noch Cleanstone. Habe ich den noch? Natürlich habe ich jetzt keinen mehr dabei. Warum auch? Ganzes Lager ist voll damit, aber ich habe nichts dabei. Ist normal. Du hörst auch. Ja, das ist grausam. Du. Stone. Mein Inventar ist auch nur leicht überfüllt. Du gehörst die Sau. Ja. Also ich habe immer irgendwie grundsätzlich das Problem, ich kann nichts mitnehmen. So, ich würde es, glaube ich, mittig legen. Dann hier mache ich die Mitte doppelt. Dann... Hier nehme ich dann den Chisel Stone. Nein!
Hier auch. Snake, was ist los? Warum Hilfe? So, hier wiederum bleibt das so. Sorry, mir geht's gut und selbst. Was? Du schreibst gerade A, Hilfe und dir geht's gut. Wird er doppelt? Nein! Ah, du bist noch da. Ja. Cool. Ich habe es erstmal eben Karotten. Ein bisschen vervielfältigt. Oha. Ach, ich muss mir immer noch irgendwas für den Mittelgang überlegen. Ich finde diesen. Der normale Cleanstone geht nicht. Da muss ich. Ich glaube, ich mache da irgendwie Granit oder sowas rein. Mache ich so eine Rot-Grau-Mischung. Könnte vielleicht gar nicht so kacke aussehen. Mache ich jetzt nicht im Streifen, weil das ist natürlich irgendwie doof, finde ich. Aber an sich könnte das eigentlich ganz interessant aussehen später. Immer tausvoll, hurra. Gib mir die Steine. Ja, jetzt passen die nicht. So. Wir holen nochmal neue Chiseled Stones. Und dann gucke ich mal wegen. Ich glaube, mach ich die wirklich rot? Oder machen. Sag mal an, weiß oder rot? Kommt drauf an, wo? An der Decke. Eingang ist oder die ersten paar Meter rot und dann nachher auf weiß umschwenken. Also rot ist aber dann nicht hier Netherrack, sondern ich weiß. Granit. Ich weiß. Also erst rot und ab der Bahn meinst du weiß, ja? Jep. Okay. Dass das ein Übergang drin ist. Mhm. Also weiß, das geht gleich raus und jetzt können wir flüchten. Okay, dann nehme ich mir mal weiß 6 davon mit. Und dann, ich hab sogar noch Polarstearit. Cool. Geil, Mann. Mein Lager nicht alles hergibt. Von allem etwas, aber dann noch echt zu wenig. Diorit, Granit. Hier noch ein bisschen Granit. Und dann muss ich tatsächlich bald mal ein bisschen nach Kohle suchen gehen. Kohle. Ja. 2-6. Und nehmen wir 3-6 mit. Badabababau. So. Ein Stack hier rein. Ein Stack da rein. Hier ist voll. Hier ist voll. Also ab ins Lager wieder. So. Das nimmst du mit. Das heißt, die müssen wieder weg. Weil die kacke sind. Und ab hier beginnt dann weiß. Ist eh nur der Mittelstreifen. Also im Endeffekt bis hier. So. An sich glaube ich ganz cool. Da
Das könnte was werden. Dauert ein paar Tage, aber es könnte was werden. Gut, Ding will Weile haben, ja. So sieht's aus. Das ist korrekt. So. Schön alles mitnehmen hier. Mittel ist hier. Oh nein, Wasser! Uncool, ich wusste, warum ich hier Cobblestone hab. Ich hasse es. Wieso, du hast Wasser? Warum? Jetzt, weil das meine Fackeln weggespült hat. Stehen ja nicht umsonst hier. Was war da dazwischen? Das Hühnchen. Nein! So. So. Dann noch mal ein Lämpchen. Jetzt mehr Aufmerksamkeit. Snacky, was ist los? Warum Hilfe? Warum schreist du hier nach Hilfe wie so ein Bekloppter? Einsamer sucht Einsamen zum Einsamen. Deswegen. Bist du bekloppt, ne? Aber sowas von. Was stimmt nicht mit dir? Auch so einiges. Ich merke schon. Das war nicht, was mit mir nicht stimmen könnte, also was das genau ist. Was sagt Onkel Doktor sagt auch nichts, ne? Nö. Zwei Streams offen, weil Peter im Chat alle so, ah, Snake, huhu und wuhu. Da läuft doch. Hier kriegst du nicht so eine coole Begrüßung. So, ich glaube, ich würde sogar noch die dann dazwischen hängen, alle paar Mal. Mal gucken, ob das klappt. Und ein bisschen Dings. Ne, hier kommt nur, da ist der Arsche wieder. Ha, was? Nee. So brauchst du immer gar nicht kommen hier, ne? So unfreundlich bin ich auch nicht. Nicht immer. So. So, ich werde da mal verschwinden. Ja, ich danke dir, dass du da warst und so, ne? Gerne. Ich sag auch, tschüss, Snake. Komm mal, Snake, du hast sogar tschüss gesagt. Sorry, hier ist das Gesäßorgan. Nee, war cool, dass du da warst. Wir hören uns dann die Tage, würde ich sagen. Jo, bis dann, tschüss. Tschüss. Da kommt einer hin. Hier. Hier am Anfang auch. Schön beleuchtet auf jeden Fall. Hier würde ich es wiederum nicht machen eigentlich. Obwohl ja doch, hier geht schon noch. Aber die Bahn wird halt so ein bisschen dunkler. An einigen Stellen werde ich es auf jeden Fall nochmal hell machen auf jeden Fall. Zum Beispiel kann man sich überlegen hier in den Kurven, dass man das da halt macht. Und halt hier nochmal, dass halt die Kurven so ein bisschen heller sind. Das ist möglich. Und den Rest kann man dann nach und nach gucken, also es wird so langsam läuft hat. Geht nur langsam voran, aber es geht voran, irgendwie. Ich werde mal warten, dass ein bisschen Zeug hier rankommt. Und dann schaue ich weiter, sowas. Digga, mach mal das Diorit fertig, das brauche ich zuerst. Boah. So. Na, ja, mal gucken. We'll be right back.